Muhaha und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dungeons. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn nun geht es rein in Gut Schlafstein, die nächste Burg, beziehungsweise ja, der nächste Dungeon, der auf uns wartet. Und natürlich gibt es auch hier wieder ganz, ganz viele verschiedene Achievements, die wir erreichen müssen, Herausforderungen, die wir abschließen sollen. Und es gibt sowas wie glückliche Heldenaugen. Stellt drei Helden zufrieden. Das heißt, die müssen total glücklich entweder im Dungeon sein oder aber zumindest den Dungeon verlassen. Also eins der beiden auf jeden Fall. Schatzsucher. Findet die versteckten Schatztruhen. Dann haltet alle Heldenwellen stand. Man kann nicht genug Helden haben. Erfüllt die Aufgabe des Zombie-Königs. Da bin ich auch sehr gespannt, was das zu bedeuten hat und was das beinhaltet. Aber wir werden mal gucken. Waffenfanatiker baut mindestens 20 Waffenkammer-Gimmicks. Das heißt, es geht jetzt nicht nur um die Bibliothek, sondern tatsächlich auch endlich um Waffen. Im Übrigen sind meine Hörner kaputt gegangen. Es kann sein, dass die im Laufe des Let's Plays jetzt noch hin und wieder abstürzen. Aber dann müssen wir dann durch. Ich muss mir da offensichtlich neue Hörner holen. Auf geht's. Starten wir mit Gut Schlafstein. Meister, Meister, ihr kommt gerade rechtzeitig. Unsere Spione berichten, dass sich einige Helden hier zusammengetan haben, um gegen euch anzutreten. Am besten wird es sein, wenn wir uns so schnell wie möglich darauf vorbereiten, diese Helden gebührend zu empfangen. Meister, diese gierigen Abenteurer haben mittlerweile ein Bedürfnis nach Ausrüstung entwickelt. Dieses wird in den Waffenkammern befriedigt. Meister, hier befindet sich ein Heilbrunnen. Helden können daran ihre leeren Heiltränke wieder auffrischen. Zudem treffen sich hier gerne Helden, um vor anderen mit ihren Taten zu prahlen. Behaltet das Ding besser im Auge. Gut, damit kennen wir unsere Aufgaben, drücken Pause und schauen uns erstmal ganz in Ruhe um. So, erstmal ordentlich hinstellen das Ganze. Wir sehen, dass hier unten ein Heldeneingang ist, der noch nicht geöffnet wurde, Gott sei Dank. Dann werden hier hinten garantiert noch weitere sein. Ich hoffe natürlich nicht, aber da müssen wir wahrscheinlich durch. Da ist auch ein Heldeneingang. Da ist einer, der sogar schon offen ist. Das heißt, die müssen an dem Brunnen vorbei, um zu uns zu kommen. Das heißt, hier werden wir auch ganz viele Leute natürlich zum Schutz auch mit hinstellen. Und hier ist ebenfalls ein Heldeneingang geöffnet, im Prinzip direkt neben uns. Und das ist schlecht, das ist richtig schlecht, weil dann natürlich diese Viecher die Leute andauernd anlocken. Das ist doof für uns. Aber da müssen wir jetzt erstmal am Anfang durch. Den brauchen wir nicht machen, ansonsten sehen wir auch nicht besonders viel. Unser Gebiet ist noch nicht besonders groß. Wir haben jetzt im Moment ein Bevölkerungsspot und das auch nur für Ratten. Ach na super, Wehrratten wohlgemerkt. Okay, dadurch, dass wir jetzt nicht viel sehen, müsste ich im Prinzip nochmal irgendwo was hinstellen, um zu schauen, ob dort hinten noch irgendwas ist. Gegebenenfalls machen wir das dann hier vorne mit hin. Dann können wir hier meinetwegen auch gleich eine Bibliothek einrichten. Denn hier haben wir zwar den Rüstungsständer, aber eine Bibliothek sehe ich hier jetzt auf Anhieb nicht. Das heißt, wir werden dafür sorgen, dass wir dort noch ein bisschen was unterbringen können. Okay, da werden sich unsere Goblins drum kümmern. Ich hoffe natürlich, dass wir keine Goblin-Aufgabe haben. Kann es nicht abwarten. Seelenenergie, Waffenkammer-Gimmicks. Halt nie euer Dungeon-Herz. Überlebenskünstler kommt nie in die Verlegenheit, durch ein Dungeon-Herz wiederbelebt zu werden. Freiheit für alle. Habt niemals 20 oder mehr Helden in euren Gefängnissen und Folterkammern. Das könnt ihr aber vergessen. Die brauche ich. Habt niemals 2 oder mehr Helden in euren Gefängnissen. Was? Bekannt. Erreicht mindestens 200, 400 und 800 Prestige. Nein, es geht also nicht um irgendwelche Goblins. Das heißt, den zauber ich jetzt auch gleich mal. Und dann werden wir hier vorne alles weitere in die Wege leiten, sodass wir dann hier die Bibliothek mit hinbauen. Pause. So, weiter. Wo könnten wir noch etwas mit hinbauen? Ich glaube, hier wäre es noch ganz gut, auch hier eine Bibliothek fertig zu machen, weil die ja von hier aus gleich reinkommen. Und dann können die meinetwegen darauf zugreifen. So, und dann müssen wir auch noch Ratten setzen. Auch wenn ich die ungern hier hinten hinhaben möchte, aber es geht nicht anders. Hier sitzen sie gut. Wie weit geht das noch südlich? Oh, sehr weit. Das heißt, wir haben auch noch sehr viel Platz, den wir dann auch nutzen dürfen. Gott, hier oben auch, ne? Ja, oh. Das heißt, es ist ein relativ großer Dungeon.
den wir auch komplett nutzen sollten. Oh, da. Da sind Fledermäuse. Da will ich hin. Gut. Dann haben wir jetzt sehr viel dafür ausgegeben, werden jetzt noch ein paar Schatzhaufen mit hinstellen, dass die Helden nicht gleich zu uns laufen. Sondern erstmal in die Bibliothek und überall woanders hin, wo sie hin sollen, aber nicht hier hin. Gott, hier ist ein Dungeon offen, da ist ein Dungeon offen. Wenn unten noch einer offen ist, dann haben wir echt schlechte Karten. Guti. So, dann brauchen wir noch ein paar Gegenstände, die die Helden hier langziehen. Das war außerhalb des Gebiets, verdammt. So. Bewegt euch erstmal überall woanders hin, aber nicht zu mir. Ich will hier meine Ruhe. Ich hab zu tun. Wir sind jetzt bei 60 Prestige. Das ist in Ordnung. Mit 60 Prestige können wir wenigstens schon mal das ein oder andere mehr bauen. Unter anderem natürlich, ja gut, das Gefängnis gibt schon früher, aber auch morsche Kisten mit Holz, mit Gold, die sind dann weitaus mehr wert. So, und jetzt haben wir schon mal einen besseren Überblick Richtung Norden. Hier kommt die Bibliothek hin. Da könnten wir auch noch eine gründen. Da kommt eine mit hin. Die haben jetzt die Fledermäuse. Gott sei Dank. Oh, wir brauchen noch weitere Behausungen. Ich glaube, ich schaue mich jetzt erstmal hier oben um. Gegebenenfalls haben wir hier auch noch ein bisschen was. Das wäre toll, dann kann ich da nämlich irgendwas hinsetzen. Kümmer du dich mal darum. Ich denke nicht, dass die uns hier sofort attackieren und fertig machen. Das glaube ich nicht. Oh, warte mal. Wir haben nicht mal ein Gefängnis, ne? Oh, oh. Okay, dann muss ich so schnell wie möglich wieder zurück und hier noch ein Gefängnis bauen. Oh Gott, wo baue ich das eigentlich hin? Er will ein schön großes Gefängnis. Ich will so viele Helden wie möglich natürlich auch mit drin haben. Ich glaube, so ist das in Ordnung, ja. Gut, wir schauen uns sowieso nur einmal oben um. Und gehen dann wieder zurück. Ich will bloß einmal gucken, was sich hier noch befindet. Oben war ein Tor. Was haben wir hier? Schleim. Ich habe nicht so viel Gold. Ich möchte das gerne noch für Gefängnisse behalten. Aber... wir wissen schon mal, dass wir uns dorthin weiter ausbreiten. Das ist gut. Okay, kriegen wir hin. Die ersten Helden kommen. Aus Richtung Norden. Auch noch einer, der eine Bibliothek wünscht. Ja, aber da kann ich jetzt nicht mit dienen. Also sei froh, dass du ein bisschen Gold kriegst. Komm zu mir und wir prügeln uns und dann ist gut. Und zuvor brauche ich endlich mein Gefängnis. Macht es auf. Das Gute ist, dass es hier auch noch Gold gibt. Dann können wir wenigstens die Bibliothek einrichten. Wobei, das können wir auch so. So. Das Wichtigste für die Bibliothek steht. Und der Rest wird jetzt hier durch das Gold mit rangebracht. Braucht mehr Leute. Hm, da hat schon jemand gelootet. Du? Tatsächlich, du hast schon 4 Punkte. Da haben wir noch einen. Beides Zauberer. Na gut, du wirst ja dann auch begeistert sein, hier die Bibliothek vorzufinden, richtig? Das wäre zumindest schön. Wenn der sich Mühe gibt, geht er nochmal nach Norden und kann dort noch ein bisschen Schaden fahren und kriegt damit auch noch ein bisschen Seelenenergie. Das ist gut. Der pumpt sich jetzt auf. Sehr schön. Und hier kommt unser Gefängnis hin. Und sobald sie bei uns sind, werden wir sie umhauen und im Anschluss dann schön auslutschen. Ich kann so viele Goblins haben, wie ich möchte. Das ist gut. Und wir sind auch mit den Monstern Stufe 10. Die sind gerade mal Stufe 9. Das heißt, wir kriegen sie auch einigermaßen vernichtet. Jetzt unterhalten sie sich noch schön. Ja, mit Stufe 9 können die auch einiges an Seelenenergie sammeln. Mach das langsam mal fertig. Ich brauche jetzt echt Platz für das Gefängnis.
Sehr schön. So, er fährt jetzt erstmal Schaden auf unsere Wehrratten. Dadurch kriegen wir weitere Seelenenergie von ihm. Je mehr Schaden er fährt, desto mehr Punkte kriegen wir, denn das ist eines seiner Bedürfnisse. So, dann können wir schon mal zwei Leute einsperren. Super. Perfekt für die ersten beiden. Er wird sich erstmal noch ein bisschen lehren und bilden. Das ist völlig in Ordnung. Und da kommt er schon runter. Guckt sich noch ein bisschen was anderes an. Ja, schau mal ruhig. Aber du hast mir noch zu wenig Seelenenergie. Am liebsten würde ich dich noch gar nicht töten, aber du bist schon da. Ja, dann tut's mir leid. Da musst du jetzt dran glauben. Du hättest dich noch schön fernhalten können. Das war deine eigene Entscheidung. Wenigstens haben wir wieder ein bisschen Gold. Juhu. Gold. Sobald die Seelenenergie in unseren Besitz übergegangen ist, können wir nachher auch unser Prestige weiter ausbauen. 6 Wellen sollen wir abwehren. Eine Welle kommt in den nächsten 5 Minuten. 8 Tore wurden geöffnet. 0 von 8 Toren. Das heißt, es werden immer mehr Tore geöffnet, die wir dann natürlich auch bearbeiten müssen. Und verteidigen müssen vor allem auch. Dann kümmern wir uns, glaube ich, lieber erstmal jetzt mittlerweile um die Schleime. Weiß ja nicht, wie weit nördlich das noch geht. Na, noch ein ganzes Stück. So, dann stelle ich hier jetzt auch nochmal Ratten mit hin, die unser Dungeon-Herz beschützen. 72. 72 ist in Ordnung. Dich mache ich fertig. Ach, guck mal, da haben wir wieder jemanden, der auch Schaden haben möchte und der Ausrüstung braucht. Bedürfnis nach Ausrüstung ist bei ihm schon mit drin. Bei dir auch, sehr gut. Kümmert euch mal bitte um das Abtragen dieser Person, danke. Oh, wir können auch Punkte vergeben. Die sollte ich auf jeden Fall mit reinhauen. Stärke gibt's mit dazu, Geschicklichkeit, Intelligenz und Konstitution. Ja, ist okay so. Oh, und da gibt es auch noch Punkte. Juhu! Gut, was nehmen wir denn da jetzt? Also, ich möchte auch, dass die Leute länger leben, beziehungsweise länger liegen, sodass die Goblins es schaffen, die abzutransportieren, ohne dass es vergeht, beziehungsweise die Seelenenergie verschwindet. 5 Sekunden haben sie hier länger Zeit. Jetzt werden sie 8 Sekunden länger Zeit haben und 12 Sekunden. Die nächste Stufe wäre 16 Sekunden. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Die Unverwundbarkeit als Zauber würde ich gerne mit reinnehmen. Das ist schon nicht schlecht. Was haben wir hier Schönes? Verreisen. Diese Fertigkeit schaltet auf der ersten Stufe den Zauber Verreisen frei. Höhere Stufen dieser Fertigkeit verstärken den Effekt. Mit diesem Zauber könnt ihr wunderbar hitzige Gemüter abkühlen. Euer Ziel wird durch von euch abgefeuertes Eis getroffen und nimmt dadurch nicht nur Schaden, sondern wird durch die Kälte auch noch verlangsamt. Außerdem eignet sich der Spruch hervorragend dafür, Getränke zu kühlen. Höhere Stufen haben größeres Schadenpotenzial. Aber das bringt mir nichts. Ich habe gedacht, Verreisen wäre... Ach, Vereisen, nicht Verreisen. Ach Gott, ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Verbesserte Intelligenz ist mir jetzt nicht so wichtig, das können wir später machen. Eisschild ist auch ein Zauber. Verbesserte Gesundheit. Manch ein Dungeon Lord wird schon von einer leichten Brise ohnmächtig. Wir nicht, wir haben jetzt wieder verbesserte Gesundheit. 5% mehr Lebenspunkte. Gut, weiter geht's. Ihr dürft euch gerne noch weiter ausstatten. Hier unten habt ihr noch Rüstung. Viel Spaß. Währenddessen lutschen wir die Leute aus und kriegen noch mehr Seelenenergie, die wir benötigen. Unter anderem natürlich auch, um unsere Monster aufzustufen. Das kostet jetzt schon 126 für Stufe 11. Und um einen Wächter zu beschwören. Der kostet 150 Seelenenergie. Das dauert noch ein bisschen. Okay, die Fledermäuse haben wir hier oben gebaut. Ich werde wahrscheinlich noch nicht so weit kommen mit den neuen Fledermäusen. Ich packe die mal hier hin. Dann reiße ich die alten Fledermäuse ab. So dass wir zumindest schon mal den Schleim mit drin haben. Das wäre schön. Denn Schleim ist stark. Schleim macht Giftangriff. Das heißt, die werden dann auch gedottet. Haben also Damage over time. Werden über die Zeit hinweg auch immer wieder Schaden bekommen. Na, er hat die Rüstung gefunden. Sehr schön. Da freut er sich schon drauf. Du bist auch schon mal 51 Punkten. Oh nein.
Jetzt haben die Ratten ihn angelockt. Aber ist okay. Er freut sich trotzdem über Rüstung. Ich werde ihn nicht angreifen. Du möchtest auch Rüstung? Ja. Du wirst wahrscheinlich erstmal dem Kumpel helfen. Wir verstecken uns weiter unten. Zack. Okay, du bist geheilt. Du schaust dir alles an und du gehst die Rüstung holen. Perfekt. Du möchtest auch die Rüstung? Ja, dann musst du aber warten, bis die dann freigegeben ist. Helden sind stärker geworden. Jetzt sind sie auch Stufe 10. Na, super. Das freut mich. Ich kriege jede Menge Gold durch das, was hier unten abgetragen wird. Ja, auch gar nicht so viele Gefängnisse. Das ist doch doof. So, 4 Stück sind bereit. Dann können wir die anderen beiden schon mal einsperren und falls die nächste Welle kommt, hier in 1,34, dann werden wir sowieso Probleme bekommen. Sollten wir... Oh! Oh, der ist gut. Der ist gut genährt. Die beiden möchte ich gleich haben. Offensichtlich bringt das richtig viel Seelenenergie dazu. Die befriedigen sich an der Ausrüstung. Super. Ja, mach ruhig weiter so. ...158 Seelenenergie. Perfekt. Brauche ich. Klar, wir haben jetzt erstmal nur die kleinen Gefängnisse, aber wir werden bald größere bauen. Alles ist gut. Müssen bloß die anderen Lampen und so noch hinsetzen. Und ich könnte jetzt auch größere Goldhaufen mit hinstellen. Sind die Leute zufriedener. Auch hier werde ich jetzt noch einen Goldhaufen mit implementieren. Und dann wollte ich hier auch eine Bibliothek mit hinsetzen. Eine Bibo. Obwohl, die kommen ja hier vorbei, ne? Vielleicht sollte ich dann doch eher hier so eine mit hinsetzen. Dass ich die erstmal durchführe. Was nun? Ach, das auch noch. Der nächste Eingang geöffnet, Meister. Ja, denn die Welle kommt gleich und natürlich sollen wir die auch richtig schön in einem Stück abbekommen. Ja, dann machen wir hier einmal was mit hin. Und hier meinetwegen auch. Und die Helden sind schon wieder stärker geworden. Das geht jetzt aber fix. Ich sollte die Monster eigentlich auch verstärken. Zum Glück kriegen wir noch jede Menge Seelenenergie. Dass wir zumindest unser Prestige steigern können. Skelettlampe Wand. So, dann sind wir bei 106. Können schon mal die besseren Gefängnisse bauen, die wichtig sind. Denn die ziehen auch weitaus mehr an Seelenenergie raus als diese kleinen Gefängnisse hier. Das heißt, das Gefängnis werde ich jetzt mal abreißen. Dann haben wir noch ein bisschen Gold wieder. Und wir kriegen, ich glaube, 0,25. Genau. Heißt 0,05 mehr als bei den kleinen Gefängnissen. Bei denen hier würden wir sogar 0,3 die Sekunde bekommen und danach ja 0,35. Und es gibt noch größere Gefängnisse, die wir jetzt aus mehr ziehen, aber das dauert noch ein bisschen. Gibt auch stärkere Helden. Zwei Helden sind im Dungeon von der ersten Welle hierher gekommen und natürlich sind weitaus mehr Helden hier im Dungeon unterwegs, aber zwei Helden gehören zu der Welle, die man jetzt nicht wirklich eine Welle nennen kann, aber ist okay. Die Leute sind stark. Er holt sich jetzt erstmal Rüstung. Pause. So, wie machen wir das am besten? Am besten, ich nehme hier auch die Wand weg und dann machen wir hier einmal. Die Rüstungskammer fertig. Nee, das nicht, das Teil.
So ist gut, dann könnt ihr hier jederzeit rein und sich mit Rüstung ausstatten. Dann brauchen wir noch Bibliotheksgegenstände. Okay. Und dann haben wir schon nichts mehr an Gold. Müssen wir warten, bis wir ein paar Helden kaputt gemacht haben. Waffensammler. Herausforderung erfüllt. Cool. 3 Waffenkammer-Gimmicks gebaut. Insgesamt sollen wir 20 bauen. Es wird nicht lange dauern. Guck mal, die ersten wollen sich gleich die Ausrüstung holen. Die werden sich jetzt gleich am Anfang schon super wohlfühlen bei uns. So finde ich das gut. Ey, der hat meinen Kobold gehauen. Mein Goblin. Finde ich gar nicht witzig. Deine 81 Lebenspunkte gehören jetzt mir. Was hast du davon? Da sitzt keiner drin, dann reißen wir die Gefängniszelle schon mal ab. Hat er geweint? Okay, zumindest ist er weg, das ist gut. Und der nächste, der wird auf jeden Fall noch ein paar Punkte mehr sammeln, bevor er zu uns kommt. Ihr fühlt euch hier wohl, ne? Ihr habt hier Gold, ihr habt hier Waffenkammern und Bibliotheken und alles ist toll. Das freut mich sehr. Ich baue auch noch einen Goldhaufen für euch mit hin. Und ein neues Stühlchen. Gerne auch 2. Denn ein Stuhl bringt Effizienz des Raumes 0,36. Da 0,6 und da plus 1,2 die Sekunde. Das heißt, die werden auf jeden Fall schneller nach oben gehen, dadurch, dass sie allein schon im Raum unterwegs sind. Super. Ich komme nur from the outer space, um euch zu sagen, dass ihr ein Abo und ein Like da lassen müsst. Wenn ihr nicht macht, ich muss wieder weggebeamt werden.